Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Create a Club Karriere, Folge Nummer 63. Ich hoffe, ihr habt Bock. Es geht weiter. Wir sind richtig, richtig gut drauf, mal abgesehen von dem Start in die Euroleague. Wir haben jetzt das dritte Gruppenspiel gegen Olympiakos. Natürlich auch keine einfache Aufgabe. Ich zeige euch alles andere im Kalender. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, supportet. Geh mal rein in den Kalender und ich sage euch, was abgeht. Ja, da ist der Kalender. Wir spielen jetzt gegen Union, dann gegen Olympiakos, gegen Augsburg und nochmal gegen Union im Pokal gegen den VfB Stuttgart. Eventuell nehmen wir das Rückspiel gegen Olympiakos auch noch mit. Ich werde es spontan entscheiden. Wir gehen jetzt erstmal rein ins Heimspiel gegen Union Berlin. So, klein bisschen Rotation fürs Heimspiel gegen Union Berlin. Meier darf direkt von Beginn an, Groß darf direkt von Beginn an, außerdem Lyard und Egloff. Ansonsten, Kehrer kommt auch noch rein. Ganz vergessen. Ansonsten ist es die gewohnte Elf. Wir gehen rein. Schnelle Simulation. Dürfte eigentlich ein Sieg dabei rauskommen. Oh mein Gott. Was? Wir nutzen unsere Chancen nicht. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Scheiße. Ja, moin. Vercoacht, würde ich sagen. So, ja, das Ding gegen Union war irgendwie ein Ausrutscher. Ich weiß auch nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein ins nächste Spiel. Europa League gegen Olympiakos. Und das ist unser drittes Gruppenspiel. Wir gehen rein mit unserer Top 11. Ab in die Simulation. Und dann schauen wir, was hier geht. Let's go. Ja, wir haben ein Spiel bisher verloren und eins gewonnen. Heißt, wir wollen jetzt nochmal Punkte holen. Kommt, Jungs. Das ist dann wahrscheinlich doch eher der nominell beste Gegner aus der Gruppe. Aber wir sind gewappnet, wir sind gut drauf. Kommt, Jungs. Was? Kone holt sich eine rote ab. Hä, was hat er denn getan? Was hat er getan? Ja, dann würde ich sagen, wir tauschen das so. Der holt sich eine rote Karte, bist du noch ganz sauber. Ja, wir müssen. Ja. Check ich nicht. Weiß nicht, was der gemacht hat. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, sieht gut aus. Kommt, Jungs, führe ich. Ja, in Unterzahl sind wir in Führung. Ganz, ganz stark, Junge. Oh, ich kann es mir noch immer noch nicht erklären, warum der sich eine rote abgeholt hat. Aber ist egal, wir führen jetzt. Und das ist ganz, ganz stark. Boah, dass sie die Chance nicht nutzen, ist ganz, ganz bitter. Jetzt sind wir auf jeden Fall da und es ist auch bitter, dass wir die Chance nicht nutzen. Baumgartner, ja, 1-0 zur Pause. Wir sind auch richtig dominant. Das ist unfassbar. Wir haben 8 Schüsse und Olympiakos kommt irgendwie nicht nach vorne. Ich glaube, ich habe das richtig gemacht, dass ich Meier rein tue und auf dem Flügel erstmal frei ist. Wir werden jetzt so weitermachen und dann werde ich bald auf Defensiv umstellen und dementsprechend auch wechseln. Boah, was ein starker Ball. Mané, McKenny, da ist es 2-0. Jungs, wie geil ist das? Überragend. In Unterzahl 2-0 gegen Olympiakos. Das ist ganz, ganz stark. So, wir haben jetzt auf Defensiv umgestellt. Lyard und Bogle kommen rein. Meier rausgeht. Da Costa vorne im Sturm. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir führen mit 2-0. Ja, jetzt stehen wir defensiv und kriegen ein Tor. Es macht keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Aber egal, kommt, Jungs, wir werden das über die Zeit bringen. Auf geht's. Ja, die letzten Minuten laufen und ich habe gerade ein ungutes Gefühl, aber es ist geklärt und der Schiri pfeift auch ab. Wir gewinnen mit 2-1 in Unterzahl. Wir haben auf jeden Fall die nächsten 3 Punkte eingefahren. Das ist ganz, ganz stark. Das macht mich richtig stolz, Jungs. Ganz stark. So, Spiel gegen Augsburg steht an. Ich dachte, wir gehen jetzt heute mal gegen Augsburg rein. Wir wechseln ein bisschen. Egloff darf nochmal von Beginn an. Meier darf rein, dafür bekommt McKenny eine Pause. Außerdem Kehrer für Richards und Nunez im linken Mittelfeld. Wir gehen rein ins Spiel in die WBK Arena gegen den FC Augsburg. Let's go. Angekommen im Stadion, WBK Arena. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, aber er scheint im Fokus zu sein. Alles klar. Da ist Chris Führig. Wir haben extrem Bock. Ich habe extrem Bock. Wir brauchen nochmal 3 Punkte. Und gegen Augsburg dürfte das eigentlich auch drin sein, würde ich sagen. Schönes Wetter. Der Schatten wird mich bestimmt abfangen. Ich sehe es jetzt schon. Aber alles gut. Wir gehen rein. 9. Spieltag gegen den FC Augsburg. Let's go. Es gibt es nicht, Mann. Es ist unglaublich. Erste Aktion vom FC Augsburg. Und Crueso trifft nach, ja, hier haben wir den Ball eigentlich schon fast und dann prallt er da so dumm rüber. Ach, es ist doch lächerlich. Ja, starker Ball, da ist Egloff, Junge, ganz, ganz stark gespielt. Der Costa mit der Vorarbeit, Egloff trifft, ganz, ganz stark. So wollen wir das sehen. Ja, 1-1 zur Pause, alles gut. Wir haben wenig bis nach vorne gemacht bisher. Das ist, muss ich in Halbzeit 2 ein bisschen bessern. Aber es steht 1-1. Alles gut. Wir sind immer noch im Soll.
Boah, Eckloff, ganz starker Ball auf Da Costa. Pedro Da Costa, ey, was ist das, Junge? Mann, so einer muss doch sitzen, Alter. Wir wechseln jetzt dreifach. Und zwar kommt Sabella rein für Eckloff. Außerdem kommt Bogle auf im linken Mittelfeld. Und Matanovic im Sturm. Wir wollen noch ein Tor machen. Kommt, Männers. Oh, das macht er gut, das macht er gut. Da ist es 2-1 für Augsburg. Scheiße. Ah, einmal unaufmerksam gewesen gerade. Und dann war so schlecht verteidigt. Das war so schlecht verteidigt. Ja, Bogle direkt nach dem Anstoß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war kein guter Abschluss. Ja, Pedro Da Costa, gut gemacht. Da ist es, da ist der Ausgleich. Pedro Da Costa trifft zum 2:2 nach einem dicken Alleingang. Ganz, ganz stark, Junge. Oh, es bleibt am Ende bei dem 2:2. Oh, das sind eigentlich so typisch Augsburg. Immer die, die oben sind, ein bisschen kitzeln, ein bisschen ärgern, ein bisschen sticheln. Und ja, manchmal gelingt es halt. 2:2, ein Punkt, immerhin nicht verloren. Das ist ganz wichtig. Eckloff hat sein erstes Tor gemacht, das ist auch sehr, sehr schön. Spiel Nummer 3 der Folge, Spiel Nummer 2 gegen Union Berlin. Diesmal Pokal, Runde 2. Wir gehen rein in eine schnelle Simulation. Kommt, Männers, ich will was sehen. Auf geht's. Wir müssen hier weiterkommen. Wir müssen hier unbedingt weiterkommen. Wir fliegen raus, damit hätte ich nicht gerechnet. Alter, Union Berlin. Oh, aua. So, Aufstellung fürs Spiel gegen den VfB Stuttgart. Auswärtsspiel in der Mercedes-Benz Arena. Gibt 2-3 kleine Wechsel. Kehrer kommt rein, weil Koch ziemlich fertig war. Bogel kommt rein im linken Mittelfeld. Außerdem Matanovic vorne im Sturm. Der Rest ist die gewohnte Elf. Wir gehen rein in die Simulation und hoffen auf die nächsten 3 Punkte. Let's go. Oh ja, Stuttgart. Das ist nie einfach. Zumindest im Karrieremodus. Und kommen auch in der Realität deutlich zu schlecht weg. Es hat sich viel getan. Avucha ist da am Start. Schulinov, Ahamada. Da ist schon ordentlich was geboten. Mané gegen seinen alten Club. Wir wollen 3 Punkte. Wir wollen siegen. Kommt, Männer. Oh, Chris Führich hat sich verletzt. Oh nein. Bitte nicht, Bruder. Das darf jetzt nicht passieren, Mann. Das darf jetzt absolut nicht passieren. Ja, guter Ball. Matanovic. Ganz stark, Junge. Das ist 1-0. Sehr, sehr wichtig. Ja, Eckballtor, ein Dicker nach Vorarbeit von Bogle. Bogle, Mann, ich bleib jetzt einfach bei Bogle. Das passt. Ganz stark. Freistoß, Eckballtor haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ah, Stuttgart hat auch was mit zu sprechen, Mann. Evan Nilsson mit dem Anschluss, 35. Minute. Also wird doch kein Zuckerschlecken hier. 2-1 zur Pause, oder ja, 2-1 für uns zur Pause. Ah, schwierig irgendwie. Baumgartner nicht richtig drinne, Kone nicht richtig drinne. Ich glaube, ich gehe jetzt mal rein in den Wechsel. Dann gehen wir in Halbzeit 2. So, ein Wechsel gibt's. Kone geht raus, dafür kommt Meier rein. Juch. Evan Nilsson mit dem 2-0. Oh Mann. Mit dem 2-2. Schuss aus der Distanz. Ja, stark gespielt, Bogle. Oh Mann, warum kriegt er den nicht? Oh, es gibt einen Elfer. Ich lass den schießen, der schießt. Kommt, bitte. Wer ist es? Baumgartner. Bitte, Baumgartner, komm. Komm, Junge, mach ihn rein, bitte. Mach ihn rein. Er macht ihn rein. Ja, er macht ihn rein. Ganz stark, Junge. Ganz, ganz wichtig. 12 Minuten vor Schluss. Der Treffer zur Führung, ganz stark. Ja, Müller nochmal, ganz stark. Da ist es 4:2. Sehr, sehr schön. Matanovic hat ihn vorgelegt. Sehr geil. Wir gewinnen das Ding. Der Schiedsrichter dürfte gleich abpfeifen. Ja, war kein überragendes Spiel irgendwie. Auch sehr ausgeglichen, was die Chancen angeht. Wir gewinnen mit 4:2. Ein ganz wichtiges Ding gegen den VfB Stuttgart. Da sind die schlechten Nachrichten. Chris Führich fällt für 7 Monate aus. Mann, warum muss das denn sein, Alter? Warum muss das denn sein? Scheiße, Mann. So, Rückspiel gegen Olympiakos steht an. Ich glaube, wir können damit schon mal einen ganz dicken Meilenstein setzen, wenn wir das Ding hier gewinnen. Wir gehen selber rein. Heimspiel in der Gamerpark Arena. Ihr seht im Hintergrund die Aufstellung. Top 11. Bockler rückt natürlich jetzt in die Startelf. Richards links natürlich immer noch am Start. Ja, abgesehen von der roten Karte, Kone darf Meier natürlich ran, ist es die Top 11. Wir gehen rein, Heimspiel gegen Olympiakos, let's go. Oh, Gamerpark Arena, Flutlichtspiele sind einfach das Geilste. Wir sind extrem heiß, ich bin heiß, ihr mit Sicherheit auch. Das vorvorletzte Gruppenspiel, wir haben danach noch 2. Wir können hier
einen ganz wichtigen Meilenstein schon mal festlegen. Let's go, rein geht's. Ja, Mané, guter Ball auf Pedro da Costa und das 1-0 macht er ganz stark. Kalt vorm Tor. Sowas will ich sehen, Jungs. Ganz, ganz wichtiges Ding. Ja, mit dem 1-0 geht's auch in die Pause. Machen ein ordentliches Spiel. Olympiakos bisher noch gar nicht nach vorne gekommen. Alles gut, wir machen ein starkes Spiel. Und machen so weiter in Halbzeit 2. Kommt, Jungs. Ja, gut gemacht. Von da Costa auf Baumgartner Latte. Ah, Borkel bringt den Ball nochmal rein. Schade. Schade. Mané ist letzte Aktion. Wir wechseln jetzt nämlich dreifach. Mané geht raus, Müller kommt rein. Außerdem kommt Layard im linken Mittelfeld rein. Und Hoever im rechten Mittelfeld. Der hat schon lange nicht mehr gespielt. Der kommt jetzt mal wieder rein. Wir müssen das einfach über die Zeit bringen. Kommt, Männer. Ja, McKennie hat nochmal was vor. Da ist da Costa und da ist es 2-0. Und damit dürfte das Ding auch jetzt durch sein. Ganz stark von der Mannschaft. Sehr, sehr schön. Oh, Olympiakos kommt nochmal. Da haben wir den Ball nicht wegbekommen. Aber ich denke, wir können das ganz ruhig angehen. Alles gut. Oh, die kommen nochmal. Ah, ganz wichtig. Ganz verrückt geklärt, aber damit ist das Ding auch aus. Wir gewinnen mit 2-1 gegen Olympiakos und ich glaube, wir stehen jetzt richtig, richtig gut da in der Tabelle der Euroleague. Sehr, sehr schön, Jungs. So, dann schauen wir doch auf die Tabelle, ja. 9 Punkte, punktgleich mit Granada. Ich glaube, gegen die spielen wir am letzten Spieltag. Ja, sieht ganz gut aus. Tordifferenz 1, nicht so geil. Aber da haben wir ja am Anfang eine fette Klatsche gegen Granada bekommen. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir jetzt dann gegen Helsinki nochmal gewinnen, haben wir 12 Punkte. Ich denke, eigentlich dürfte da nichts mehr anbrennen. Und natürlich schauen wir mal kurz auf die Tabelle der Bundesliga zum Abschluss der Folge. Wir sind auf Platz 3, punktgleich mit Gladbach, gegen die wir, ihr seht's rechts, im nächsten Spiel spielen müssen. Bayern und Leverkusen ein Punkt vorne dran. Also man sieht, es ist schon wieder sehr, sehr spannend. Bis zum 7. Platz trennen da nur 3 Punkte, beziehungsweise 2 Punkte. Aber wir schauen auch mal nach unten. Dortmund ist absolut abgeschlagen. Hoffenheim und Hamburg mit 5 Punkten. Das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Ja, dann lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr denkt. Ich glaube, der Meistertitel ist auf jeden Fall dieses Jahr drin. Damit auch dann die Qualifikation für die Champions League. Wir beenden hier die Folge. Sehr positiv. 2 dumme Niederlagen gegen Union Berlin. Damit auch das Aus im Pokal. Meine Priorität liegt ganz klar auf der Bundesliga und auf der Euroleague. Von dem her kann ich das verschmerzen. Den Pokal haben wir schon mal gewonnen. Also, ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.